Also wenn da Schmerzen mit dabei sind oder sie den Verdacht haben, könnte es davon kommen, dass man sich halt dann über Schmerzmittel auch mal Gedanken machen müsste. Aber sonst ist erstmal okay. Die Lunge hört sich jetzt gut an. Da höre ich jetzt nichts Besonderes. Sie haben ja gerade inhaliert. Jochen Mayburg ist ein erfahrener Kinderarzt. Doch für die Krankheit von Ensa gibt es keine Heilung. Haben Sie das Gefühl, dass er sich manchmal auch steifer macht? Dass, es dann, dass ihm das auch wehtut? Ja, also an den Armen. Ensa hat etwas, was man als Kinderarzt nicht oft sieht, mit einem gruseligen Namen, GM2-Gangliosidose, kann sich kein Mensch irgendwas drunter vorstellen. Einfach erklärt ist es eine Stoffwechselerkrankung, die dafür sorgt, dass bestimmte Dinge im Körper nicht mehr abgebaut werden und dass dann falsche Dinge entstehen, die sich ablagern, blöderweise im Gehirn. Das ist aber ganz fit heute. Wir versuchen, die Symptome und die akuten Sachen, die Ensa hat und wofür er uns braucht, gut zu behandeln. Und kein Mensch weiß genau, in welcher Reihenfolge und in welchem Tempo der Weg nach unten geht. Aber die Richtung ist klar und der geht nach unten. Jetzt, wo wir es wissen, endet es einfach schlimm, sage ich mal. Eine verkürzte Lebenszeit hat er. Ja. Prima. Nicht rot irgendwie? Nee, normal. So ganz wenig rot ist schon ab und zu, aber ich denke, das ist so in Ordnung. Nee, es darf direkt am Rand ein bisschen rot sein, aber es sollte jetzt nicht drumherum sein. Hallo? Bist du wieder bei Mama? Ensa ist 2 Jahre alt. Die ersten 8 Monate war er ein ganz normales Baby. Dann merkte seine Mutter, dass bei ihm etwas anders war als bei ihrer älteren Tochter. Ensa wollte sich nicht drehen, lernte kaum noch etwas dazu. Zahllose Tests in der Klinik folgten, nach Wochen die Diagnose. Da hat der Arzt uns ein Zimmer reingenommen und hat gesagt, ja, die Diagnose ist GM2-Gangliosidose Sandhoff. Habe ich gesagt, was ist das? Und dann hat er versucht, mir die Krankheit zu erklären, aber ich habe eigentlich gar nicht zugehört. Und dann habe ich gesagt, können Sie mir sagen, ob es eine Therapiechance oder so gibt? Und dann hat er gesagt, nein, leider nicht, nur die Symptome halt. Und dann habe ich gesagt, und die Lebenszeit? Und dann hat er mir gesagt, also 4 bis 6 Jahre, aber geht auch früher oder später. Dann schreibe ich Ihnen noch mal genau das auf. Ja, und dann lassen Ensa kann sich nicht mehr bewegen, schlecht schlucken, nur mit Mühe atmen. Schreitet die Krankheit weiter so schnell voran, wird er wohl noch in diesem Jahr sterben. Jochen Mayburg und sein Kinderpalliativteam sorgen dafür, dass Ensa die Zeit, die ihm noch bleibt, zu Hause mit seiner Familie verbringen kann. Hallo. Hallo. Ensa soll keine Schmerzen haben. Einmal die Woche kommt Jochen Mayburg deshalb nach Heilbronn, sieht nach ihm. Und auch die Eltern brauchen ihn, einen Arzt, der sich auskennt mit dem Sterben. Von dem Salbutamol. Ich war oft hier und komme auch gern hierher. Und dann ist es auch doch möglich, mal Fragen zu stellen, vielleicht, die man sich sonst nicht unbedingt traut, wenn man nur alle paar Wochen oder Monate so einen Arzttermin hat, der dann auch nicht unbedingt 1,5 Stunden dauert. Das Palliativteam, die begleiten uns und die wissen, was er braucht. Und die sehen ihn auch zu Hause. Ja, und ich kann die halt immer anrufen. Also ich rufe auch sehr oft an. Immer, ich habe verschiedene Fragen, ja. Das ist halt schön. Ich kann die sogar nachts um 3 oder 4 anrufen. Da ist immer irgendjemand da. Wo andere Ärzte aufhören, fängt die Arbeit von Jochen Mayburg erst an. Es geht darum, am Ende zu leben. Es geht darum, dem Tod irgendwas entgegenzusetzen. Dafür sind wir da. Dafür haben wir das Rüstzeug, dafür können wir gucken, dass wir das medizinisch erträglich machen. Aber das ist eigentlich nur die Grundlage dafür, dass die Eltern jetzt noch mal jenseits dieser langen Krankenhauskarriere, die diese Familien alle haben, die diese Kinder alle miterlebt haben, dass sie da wirklich zu Hause leben können und das machen können, woran sie sich später mal erinnern.
Diese Geschichte ist irgendwann zu Ende. Irgendwann ist dieses Kind tot. Und dann können sie auf den Friedhof gehen. Aber sie können nicht die Erinnerung nachher zurückbringen, die sie vielleicht nicht hatten. Hatte die eigentlich Bukulam? Weißt du da einer von uns? Ja. Nee, der hat nur Tabor. Ja, würde ich auch sagen. Tabor und wir haben kein Bukulam. Okay. Kein Bukulam. Würde ich auch sagen. Also bisher kamen sie ja hin, da müssen wir mal gucken. Aber insgesamt ist da auch die Überlegung. Seit einem Jahr leitet Jochen Mayburg das Kinderpalliativteam Rhein-Neckar, eines von insgesamt 5 in Baden-Württemberg. Irgendwie sediert wird dazu auch gedacht. Die erfahrenen Ärzte und Pflegekräfte aus der Mannheimer und der Heidelberger Kinderklinik betreuen in der Region rund 20 Familien, die ihr sterbendes Kind zu Hause pflegen. Gerade bei den immunologisch sehr debranchierten, bei den Transplantationen. Teamsitzung einmal pro Woche. Jeder Fall wird durchgesprochen. Es geht um medizinische Entscheidungen, aber auch um letzte Fragen. Durchlaufen zu lassen. Und sie möchte bitte nicht mehr ins Krankenhaus. Und die Eltern haben das lange überlegt, ob sie Schädenkatheteranlage, Dialyse und so weiter, das alles wollen. Aber das ist definitiv jetzt und sind sich definitiv ganz sicher, dass sie das nicht wollen. Und dass damit das Kind eben früher oder später, sie hoffen natürlich auf später, im Nierenversagen zu Hause bleiben und dort auch versterben wird. Janine Lacroix ist eine der 4 Ärzte des Kinderpalliativteams. Sie fährt nach Mutterstadt zu Dennis, 17 Jahre, Leukämie. Nach 2 erfolglosen Stammzelltransplantationen hat er beschlossen, er will keine Therapie mehr. Die Ärztin unterstützt ihn dabei. Man bekommt irgendwann eine Diagnose gestellt, wie der Dennis, akute lymphoblastische Leukämie, wo man eigentlich denkt, na ja, also ich habe mindestens 90% Chance, dass ich gesund hier rausgehe. Und da ist es schon ein blödes Gefühl, wenn man eben zu den 10% gehören, die da nicht gut rausgehen. Und was macht es mit einem? Es führt einem immer wieder vor Augen, dass das eigene Leben am seidenen Faden hängt. Oder sagen wir so, dass das Leben ein Seiltanz ist unter so einer Lebenssituation. Und irgendwann, glaube ich, man keine Lust mehr auf Seiltanzen. Lucky Prinz! Lucky! Zum Falschen! Lucky! Jetzt legt er sich faul hin, was ist denn das? Scheiße! Dennis will nicht mehr gegen den Krebs kämpfen, er will nicht mehr ins Krankenhaus. Nach 4 Jahren Klinik, Chemo, OP versucht er jetzt einfach nur sein Leben zu leben oder das, was ihm davon noch bleibt. Nein! Die Mutter hat immer noch so im Hinterstübchen gehabt, oh, vielleicht macht das ja doch. Die Oma hat es noch mehr gehabt, die hat gesagt, ach, der macht es. Aber ich habe halt schon alles so überlegt, was dann wieder auf mich zukommen würde. Und das war für mich ein No-Go. Also ich hatte kein, ich konnte das nicht mehr machen, also allein von den Kräften her. Weil ich hätte es nicht mehr ausgehalten. Ein eigener Hund, das war sein größter Wunsch. Lucky ist zurzeit sein ganzes Glück. Sie hat aber keine Leckerli. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich will einfach hier liegen und warten, bis ich tot bin. Aber ich finde es halt cool, dass die einen auf dem Weg begleiten, auch ohne Krankenhaus. Da wird man nicht zu was gedrängt, was man eigentlich gar nicht haben will. Das sind die Milchzähne. Und das Du bist der Boss, das habe ich halt gut gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, mache ich mal den Boss. Ja, hier. Jetzt kannst du schon mal Angst kriegen. Oh, Scheiße. Sauber hier. Ach, Scheiße, ja, die Passport, die hast du gesehen. Die sehen wir noch mal. Wieso machst du auf Fortfahren? Hä, du bist auf Fortfahren. Du bist auf Fortfahren. Wart bis Spielende, Alter. Ja, jetzt passt du. Jo. Wer war denn das? Weiß ich nicht, aber die ist. Ich bin eigentlich unheimlich stolz auf ihn, weil es war so eine erwachsene Entscheidung, die er hat treffen müssen. Und dann noch so ein beschissener Torjubel, Alter. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man das Kind da liegen sieht, das Blut läuft überall raus und er weiß vor Schmerzen, der hatte gar keine Kraft mehr zu schreien, solche Schmerzen hatte er. Das wird nichts. Ganz klar? Ja, wie viel Glück der wieder hat. Es macht einem regelrecht kaputt, wenn man daneben sitzt und zuguckt. Und deswegen sage ich,
Hut ab vor der Entscheidung, die er getroffen hat für sich. Schwer für uns, also wahnsinnig schwer für uns, das zu akzeptieren, aber vermutlich auch die richtige Entscheidung. Noch 3 Wochen, dann hat Dennis Geburtstag. Den will er unbedingt noch schaffen. Ich werde da ja 18 und ja, ich habe mir da schon so ein paar Vorstellungen gemacht, dass man da schön die Boxen rausstellt, Musik anmacht und was weiß ich, Feuerwerk oder was weiß ich. Wird sich noch ergeben. Aber darauf freue ich mich am meisten eigentlich. Ist hin und her. Hm? Ja. Dann doch der OP dann nochmal. Ja, hat ja Gott sei Dank alles gut geklappt. Ja. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ah, da ist die Hanna. Guten Morgen. Hallo, hallo. Zu dir komme ich heute gar nicht, aber wollte ich nur noch mal begrüßen. Jochen Mayburg kennt fast jedes Kind im Babynest Schönau. Hier leben schwerstbehinderte Kleinkinder, deren Eltern mit ihrer Pflege überfordert wären. Heute ist er wegen Anna hier. Das Mädchen hat von Geburt an einen Wasserkopf. Dass sie überhaupt 2 Jahre alt geworden ist, ein kleines Wunder. Ich hatte auf der Intensivstation viel mit sterbenden Kindern zu tun, über viele, viele Jahre. Und das war mir schon auch ein Bedürfnis, da jetzt nicht nur Hightech-Medizin zu machen, sondern mich auch um die Eltern und die Kinder in den schwierigen Lebenssituationen zu kümmern. Alles gut, kommen wir alle da. Ja. Guck mir nur. Anna wird sterben. Trotzdem wurde sie vor ein paar Tagen noch einmal operiert. Nun muss sie nicht mehr so oft erbrechen. Dann machen Sie einfach eine Kompresse drum oder wie machen Sie das? Je nach Bedarf dann, ja. Okay. Man musste sich überlegen, wie weit geht man, weil es war ja eigentlich schon im Vorfeld klar, dass sie irgendwann an dieser Erkrankung versterben wird. Macht man dann noch eine Operation? Aber das ist eben ganz wichtig. Palliativmedizin heißt auch nicht nur Kaffee trinken und Morphintropfen geben, sondern da kommt es auch darauf an, vielleicht auch da mal zu sagen, also wenn wir den Eingriff machen, da müssen wir jetzt uns einfach noch mal aktiv dafür entscheiden. Aber wenn es ihr besser geht damit, dann machen wir das. Und das hat bei ihr eigentlich auch gut geklappt. Eigentlich will ich genau das machen. Das ist das, was die ganze Zeit gefehlt hat und wofür ich ausgebildet bin. Und auch wenn nie jemand gedacht hätte, dass ich was anderes mache als Intensivmedizin nach 20 Jahren, das ist mein Ding. Lass mir auch auf das Komplette kommen. Uns sind jetzt Anfang des Jahres 4 Kinder im Palliativteam ganz kurz hintereinander gestorben. 4 Kinder, zu denen ich jeweils auch eine persönliche lange Beziehung hatte, auch zu der Familie. Da war ich schon ziemlich fertig. Also das kann man dann auch nicht einfach wegstecken. Also ich glaube, die Kunst ist so ein bisschen, dass man all diesen Tragödien irgendwo einen Platz gibt, wo sie hingehören. Manchmal ist es ein ganz kleiner Platz und manchmal ist es auch etwas, wo man zum Teil Monate oder Jahre braucht, um das richtig abschließen zu können. Momente festhalten. Rabie Karakelle will, dass sich ihre Tochter Etschrin später einmal an ihren kleinen Bruder erinnern kann. Ich schaue jetzt eigentlich mehr positiv. Ich schaue jetzt nicht immer Negatives. Ich sehe das einfach nicht mehr. Ich sage einfach, es gibt Wichtigeres auf der Welt als so Kleinigkeiten, auf was man sich halt so Sorgen macht. Oder früher, als meine Tochter alleine war, wenn die mal alles kaputt gemacht hat oder dreckig die Wände bemalen, was für ein Stress das für mich war. Ich dachte immer, oh mein Gott. Aber jetzt denke ich immer, ich wünschte, Enzal würde jetzt alles bemalen. Ja. Ich glaube, ich gebe ihn.
Medikament. Was bedeutet das jetzt? Das ist ein Epilepsieanfall. Hat er das öfter? Ja, zurzeit sehr oft. Der kriegt eigentlich so Dauermedikamente, aber... So, das mache ich jetzt zum ersten Mal. Das ist unser neuer. Ist gerade auch bei 79. Müsste normal bei 100 sein. Ensa bekommt nur schwer Luft und auch die Krampfanfälle werden immer häufiger. Ensa geht, ganz langsam, jeden Tag ein wenig. Er konnte vieles, also okay, er konnte nie laufen und so, aber er war aufmerksamer, er hat gelacht und er hat versucht mit uns zu reden. Ja, das tut dann schon weh. Dann merken wir, okay, der ist wirklich krank. Also der baut auch ab. Blumi haben wir dabei, gell? Ja, ja, das sind unsere. Frühdienst auf der Kinderintensivstation der Uniklinik Heidelberg. Jochen Mayburg bereitet ein 7 Tage altes Frühchen für ein MRT vor. Seit 20 Jahren kämpft er hier mit seinen Kollegen um jedes kleine Leben. Viele können sie retten, aber eben nicht alle. Also ich würde mal sagen, die Palliativmedizin ist der Plan B zur Hochleistungsmedizin mit den ganzen Möglichkeiten. Das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist ein Weg, der sich halt irgendwann mal teilt. Ja, insofern, das passt ideal zu meinem eigentlichen Beruf als Intensivmediziner, dass man einen Weg geht, ganz engagiert, wirklich alles gibt, um diese Kinder zu retten. Aber dann gibt es Kinder, wo das eben in die falsche Richtung abbiegt und wo man sieht, man schafft das nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man dann einfach wie in schlechten Fernsehserien aus der Tür geht und sein Stethoskop weglegt und sagt, das war's jetzt. Sondern da muss man ja eigentlich noch engagierter sich um die Kinder und um die Familien kümmern. Weißt du, nee. Sie kommen mit der Medizin automatisch an den Punkt, wo es entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist die Alternative nur dazu, die Augen zu verschließen und sagen, wir entlassen jetzt den Patienten nach Hause und hoffen, dass er nicht wieder kommt. Ich habe schon das Schaf dabei. Das ist ja süß. Das mochte er so gerne, hat er immer auf seiner Bettwäsche drauf gehabt. Die Ärzte des Kinderpalliativteams begleiten die Familien bis zuletzt. Doris und Günther Gold haben vor ein paar Wochen ihren 15-jährigen Sohn Marvin begraben. Wir denken öfter an sie. Also so im Team, wenn wir uns also unterhalten, dann vergleicht man auch. Und dann, ah, ist da noch Marvin und so. Ja. Er hat gekämpft bis zum Schluss. Hm. Und ja. Und Sie haben gekämpft bis zum Schluss. Ja. Ja, das hat uns ausgemacht. Mhm. Die Kraft. Die haben wir wirklich gekriegt von unserem Marvin. Das war immer unser Kämpfer. Ja. Es ist trotzdem. Ja, unser Marvin und. Ich wollte nicht wirklich gehen lassen. Dann sage ich mal guten Morgen. Darf ich Dennis sagen? Jo. Moin, ich bin der Theo. Ja? Dennis. Morgen, ich hallo. Ich bin die Mama. Okay. Ja, wir haben das Fahrstuhlauto dabei. Das ist ein Automatik. Die Boxengasse auf dem Hockenheimring. Dennis bekommt heute Fahrstunden.
Also Dennis, was ich schon mal ziemlich cool finde, ist, dich mal relativ sprachlos zu erwischen. Sein Übungsplatz ist die Rennstrecke. Das hat Janine Lacroix für ihn eingefädelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es ein so den Spaß bringt, den er sich eigentlich erwartet vom Autofahren. Weil das war schon immer mal sein Traum. Ja, wollte eigentlich ja jetzt demnächst mit dem Führerschein anfangen. Kommt halt jetzt alles nicht mehr zustande. Deswegen ist es super mit dieser Fahrstunde jetzt hier. So, dann nimm Platz. Dann wollen wir da mal fahren. Kinder haben auch in ihrer letzten Lebenszeit so einen ganz anarchischen Lebenswillen und ganz viel Lebenshunger. Und da muss dann ganz viel, wofür sonst ein ganzes langes Leben Zeit ist, vielleicht manchmal in ganz kurzer Zeit zumindest ansatzweise noch möglich sein und möglich werden, damit so ein Leben irgendwie in sich abgeschlossen ist. Und sowas möglich zu machen, finde ich eine wahnsinnig herausfordernde und schöne Aufgabe. Schwester Johanna im Anmarsch, die Tropfen schmecken beschissen. Oh, gibt keine Tabletten? Nein. Mundschleimhaut. Ohne starke Schmerzmittel wäre dieser Ausflug für Dennis nicht mehr möglich. Alles klar. Wo hatten die her? Aus dem Koffer. Ey, da schmecken die Scheiße, da schmeckt ganz also alles besser. Ganz genau, aber es hilft auch. Und ich mache dann für die Sicherheitstraining mit dem Design. Die nehme ich nie wieder, ne? Passt? Ich krieg die da nicht so rein. Ach. Warte. Jetzt hast du. So, jetzt. Super. Leben im schnellen Vorlauf. An einem Tag vom Fahranfänger zum Rennwagen-Co-Pilot. Der Tod ist mal Schnotzpiep, aber das Sterben, das arbeitet halt häufig noch bei mir so im Kopf. Weil ich habe ja so die Vorstellung, dass wenn ich sterbe, also wenn ich es merke oder wenn es die Ärzte merken, dass sie mich in Narkose dann setzen können und ich halt vorher dann die Familie um ein Bett vereint, also so einen Kreis bilden lassen kann und dass die halt dann dabei sein können und dass ich nicht allein sterben muss. Und es wäre halt der beste Tod, wo ich mir überhaupt vorstellen kann. Besser wie vom Auto überfahren oder so. Wer ein Kind hat, das stirbt, bekommt nur selten Besuch. Oh, bist du heute schick. Mit Fliege. Sehr gut. Nur ein bisschen sekret, aber ich hatte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ich mach es geht ihm besser. Aha. Sehr schön. Seit gestern geht's besser. Das T-Shirt ist ja super mit der Fliege. Seit 2 Monaten kennt Jochen Mayburg Ensas Familie. Er kommt als Arzt, immer mehr aber auch wie ein vertrauter Freund. Wir lernen Leute kennen, wie sie wirklich sind, in Situationen, zu denen ganz, ganz viele Menschen überhaupt keinen Zugang haben. Und das sind Erinnerungen, die bleiben. Wir warten nur und genießen die Zeit mit ihm, weil anders geht's nicht. Wenn die Zeit da ist, dann werden wir es halt erleben müssen. Yeah.
Dennis hat wieder mal eine Infektion. Die Antibiotika wollen nicht mehr wirken. Seine Lieblingsmusik hat er laut aufgedreht. Außerdem ist er sauer. Ein Rap-Konzert, auf das er unbedingt noch wollte, ist um einen Monat verschoben worden. Das Schlucken tut halt schwer. Und ich habe wenig Geschmack. Das Palliativteam ist da, um zu helfen. Welche Hilfe er noch haben will, entscheidet allein Dennis. Überall nagt er um. Der kleine Mann. Das ist nicht mehr so richtig viel. Genau, nicht mehr so richtig viel, was es sein könnte. Und es ist halt auch so, weißt du, man kann jetzt halt noch mal ein ganz großes Programm machen, aber dann hast du wieder wie Klinik bloß zu Hause. Und das ist eigentlich das, was du ja nicht mehr wollst. Und deshalb denke ich, muss man auch irgendwann überlegen, wo lassen wir es dann auch mal gut sein. Weißt du, ich kann den Meropen nehmen und Teicoplanin und Biclin ansetzen und weiß nicht was, dann hast du es wie, also wie in der Transplant halt auch mit zig Kurzinfusionen und diesem und jenem. Aber ich glaube, das ist es nicht. Okay? Dann guck ich mal. Wie ist es, Dennis? Scheiße. Richtig scheiße. Ich kann nicht mehr ins Bad laufen ohne Atemnot. Was geht dir im Kopf rum? Das Konzert wurde jetzt auf den 30. verschoben und ich glaube, das bekomme ich nicht mehr mit. Naja, deinen Geburtstag kann man nicht verschieben, oder? Ja, ich glaube aber, denn das wird auch schwer. Bist du sauer? Nein. Ich habe ja gewusst, dass es so endet. Egal. Nee. Kannst du mir einen Lucky bringen? Doch, da kann ich ja hin. Willst du doch? Ja. Dann aber nur auf der Decke, Dennis. Dass er da nicht dran geht. Du weißt, was er fähig ist. Nee, der ist doch gerade nur nicht an die Dose. Dennis? Hast du die Temperatur gemessen gehabt? Mhm. Können wir es machen? Keine Klinik mehr. Kein Leben als Seiltanz. Erlebnisse können Erinnerungen werden und die Kinder dürfen gehen. Die machen wir im Rucksack, ja. Okay. Ich bin in gewisser Weise auch mit jedem dieser Kinder unversöhnlich. Genau wie diese Kinder unversöhnlich damit sind, dass sie eben 7 geworden sind. Oder 3. Oder 17. Und ich bin auch bereit, mit jedem dieser Kinder sozusagen um das kleine bisschen Glück, das möglich ist, zu kämpfen. Lucky! Ja, danke. Dennis Jax ist am 25. Mai 2017 gestorben, 15 Tage vor seinem 18. Geburtstag. Er ist im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Ja. Boah, aber der hat spitze Zähne hier. Das ist süß. Ja. Ja, dann muss ich nochmal hoch.